Der zweite Tag der WM, der erste Tag, in dem FIFA oder beziehungsweise die WM-Prognosen meinen Kanal wohl komplett übernehmen werden, wegen 3 Videos täglich, beziehungsweise sogar teilweise 4 Videos täglich. Und das zweite Spiel der Gruppe A stehen also an in der Jekaterinburg-Arena in Jekaterinburg mit einer Kapazität von 35.000 Menschen, erbaut im Jahr 1957. Erwartet uns das Gruppenphasenspiel Ägypten gegen Uruguay. Wir werden heute mit Uruguay spielen. Wie gesagt, in der Hauptrunde, habe ich ja im ersten Part schon erwähnt, da habe ich auch viele Nebensächlichkeiten noch erwähnt, wie zum Beispiel unsere Spielschwierigkeit und unsere Halbzeitlänge und allgemein, wie ich das Ganze hier handhaben werde. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, dann schaut da am besten noch einmal rein. Ansonsten, ja, werde ich ja jede Mannschaft einmal spielen und heute habe ich mich für Uruguay entschieden. Von daher schauen wir uns mal an, was das denn so wird. Wir beginnen natürlich mal wieder mit den Nationalhymnen. Insofern sie zumindest implementiert sind. Na wunderbar. Auch hier habe ich wieder versucht, die Kader so gut es ging nachzustellen. Und da ich natürlich momentan nicht weiß, mit was für Taktiken sie spielen, habe ich die offiziellen FIFA-Taktiken einfach mal übernommen. Und ja, versucht, soweit es ging, einigermaßen passende 11 Mann hier auf den Rasen zu bringen. Ich denke mal, dass ja bei Uruguay Cavani und Suarez eine wichtige Rolle spielen werden sollte. Eigentlich einigermaßen logisch sein. Könnte natürlich ganz anders kommen, aber ich denke mal, dass das schon mal gesetzt ist. Ansonsten ist das ja die Startelf und die Formation. Die Ägypten spielt ein 4-2-3-1 mit Salah auf der rechten Außenbahn. Natürlich den absoluten Topstar dieser Mannschaft. So einen Spieler wie ihn wünscht sich nahezu jede Nationalmannschaft. Uruguay hingegen hat ein deutlich ausgeglicheneres Teilnehmerfeld mit deutlich mehr internationalen Topstars. Aber ob sich das heute ja, auszeichnet, ob das reichen wird, um die motivierten Ägypter hier zu schlagen, das werden wir wohl heute sehen. Ägypten hat den Anstoß und los geht's. Ob Salah denn zu diesem Spiel schon vollständig fit sein wird oder nicht, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig klar. Ich persönlich bin einfach mal davon ausgegangen, und habe ihn deswegen auch bei meinem Gegner heute in die Startelf buxiert. Wenn es im Endeffekt nicht so kommt, dann tut mir das natürlich sehr leid. Aber nach aktuellem Stand sieht es zumindest nicht schlecht aus rund um den ägyptischen Star. Allerdings kommt Uruguay hier zum ersten Vorstoß. Und ich wollte gerade sagen, bekommt die erste Ecke, aber war wohl nichts. Gut verteidigt von den Ägyptern. Gibt nur Abstoß. In den ersten 5 Minuten ist natürlich normalerweise etwas Abtasten gefragt. Uruguay versucht hier aber direkt ein wenig die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, was man vermutlich auch von ihnen erwarten könnte. Die sind auf jeden Fall zumindest auf dem Papier die absoluten Favoriten hier in der Gruppe A. Neben dem Gastgeberland Russland, den, ja, doch sich relativ gut mausernden Ägyptern und dem Underdog Saudi-Arabien, sollte das zumindest, wie gesagt, auf dem Papier für Uruguay machbar sein. Ob das denn so ist, das müssen sie heute beweisen. Oder für das reale Leben in 3 Tagen. Denn auch dieses Spiel hier kommt, wenn alles gut gelaufen ist, natürlich 3 Tage bevor das Spiel dann tatsächlich stattfindet, als Prognose auf meinem Kanal.
Bislang versucht es Ägypten auch mehr über die linke Seite. Salah wurde bislang noch nicht so ganz eingebunden. Vielleicht aber auch ein bisschen als Überraschungsmanöver. Ich denke mal, jeder, der gegen die Ägypter spielt, rechnet damit, dass viel über Salah laufen wird und wird ihn dementsprechend vermutlich auch mit mehreren Spielern zustellen. Vielleicht auch als kleines Überraschungsmanöver wird dann das ein oder andere Mal dementsprechend auch die andere Seite gewählt, wo dann vielleicht nicht ganz so dicht gemacht wird oder sich nicht vielleicht auch nicht so ganz drauf konzentriert wird. Man sieht es dann. Bislang hält Ägypten auf jeden Fall mehr als nur gut dagegen. Wir hatten nach wie vor nach bislang 16 gespielten Minuten noch keine gute Chance auf eine der beiden Seiten. Und ich würde sogar sagen, ein ausgeglichenes Ballbesitzverhalten. Außerdem haben die Uruguayer, nennt man die Uruguayer? Die Uruguayesen, momentan tatsächlich ein kleines Problem, vernünftig aus ihrer eigenen Hälfte rauszukommen. Denn die Pässe sitzen nicht, da hat Salah seine erste wirkliche Aktion gehabt, mit einem guten Pass in die Spitze. Allerdings, ja, das reicht natürlich noch nicht, um hier wirklich Torgefahr auszustürmen, aber zumindest ein erstes kleines Ausrufezeichen vom Topstar der Ägypter und fast Präsidenten, obwohl er noch nicht mal zur Wahl stand. Und das ist natürlich etwas, was nicht passieren darf. Das 1:0 für Ägypten. Totale Unordnung bei dem Eckball, bei der Standardsituation, bei den Uruguayern. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Bei Uruguay in der Defensive. Keiner weiß da wo wirklich wohin mit dem Ball. Der Ball ist eigentlich schon sicher. Dann ein totaler Querschläger im eigenen Strafraum direkt zu den Gegnern in die Füße. Ja, dann so ein halber Schussversuch landet beim eigenen Mitspieler und der kann dann frei vor Muslera einfach einschieben. Das ging viel zu leicht. Und naja, das ist dann das 1:0 für Ägypten und vielleicht schon die erste Überraschung in dieser WM. Aber noch ist natürlich nicht aller Tage Abend. Wir sind noch nicht mal in der 25. Minute, mittlerweile schon, während ich geredet habe. Aber es ist noch sehr, sehr viel Zeit, das alles hier auch wieder rumzudrehen. Aber wie gesagt, mit dem Start hätte vermutlich niemand gerechnet. Bislang sehr, sehr ausgeglichen. Und wie gesagt, durch die totale Unordnung in der Defensive bei der Standardsituation auch ein verdientes Gegentor, kann man so ganz ehrlich sagen. Jetzt kommt Uruguay aber mal etwas aggressiver in die gegnerische Hälfte. Versucht natürlich schnell zu antworten und hier nicht Ewigkeiten einem Rückstand hinterher zu laufen. Aber so wirklich die Anspielstation im gegnerischen Strafraum finden sie noch nicht. Aber etwas mehr Spielkontrolle haben sie jetzt gefunden. Da wird Cavani mal geschickt. Kann er Suarez, einen Sturmkollegen, finden und einsetzen? Vielleicht versucht das mit Vecino. Aber der Abschluss dann eher harmlos. Bislang musste El Hadari noch keinen Ball halten. Und die erste halbe Stunde ist schon gespielt. Jetzt wird versucht, Salah auf der Seite etwas mehr einzusetzen, aber mit solchen Pässen wird das sicherlich nichts. Suarez und Cavani werden aber unfassbar gut zugestellt da vorne. Die haben momentan noch überhaupt keinen Bezug zum Spiel gefunden. Also die Topstars, die offensiven Topstars beider Mannschaften, bislang noch etwas blass geblieben. Aber auch die müssen sich sicherlich erstmal in das neue Spielsystem ihrer Nationalmannschaften einfinden, in das ihrer Vereine sind sie hier fest verankert und haben sie ja auch jetzt lange Zeit gespielt. Das läuft alles sehr rund, aber in der Nationalmannschaft ist immer wieder eine ganz andere Geschichte. Das war jetzt mal ein guter Ball, das war jetzt mal Cavanis Schusschance, aber was das war, das kann, glaube ich, Cavani sich noch nicht mehr selbst erklären. Bei der unfassbaren Abschlussstärke, die er hat, hat er sicherlich auch erwartet, dass der zumindest aufs Tor geht. Jeder hier im Stadion hat das höchstwahrscheinlich erwartet. Das war wirklich mal nichts. Aber immerhin mal eine Torannäherung, immerhin mal der Versuch, einen Abschluss zu finden hier. Die erste Hälfte geht ja für Uruguay bislang noch überhaupt nicht auf. Vielleicht jetzt mal aber nein, Ägypten stellt den eigenen Strafraum komplett dicht. Da geht bislang gar nichts durch, bis auf diese eine halbe Schusschance da eben von Cavani. Jetzt aber mal Pereira gut gestartet, sieht unten Cavani und da schlägt der Torhüter der Ägypter aber mal voll ein Luftloch. Das hätte auch böse enden können. Zum Glück
stand dahinter keiner kopfballbereit. Da haben wohl auch die uruguayischen, ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll, Angreifer nicht mit gerechnet, dass da so ein Luftloch geschlagen wird. Suarez, Cavani startet. Aber wieder schlechte Ballannahme, schlechter Ballbesitz, Führung hier. Und Ägypten kann vielleicht einen Konter daraus ziehen. Über Fatih. Salah geht in die Mitte, macht sich bereit für die Hereingabe. Die geht ins Nichts und damit wird die erste Hälfte jetzt wohl tatsächlich mit dem überraschenden Zwischenstand von 1:0 für Ägypten enden. Der einzige Schuss aufs Tor war auch drin. Ansonsten Uruguay die leicht aktivere Mannschaft, aber bislang ohne vernünftige Torchance, die dabei rumgekommen ist. Vielleicht, was heißt vielleicht, das muss sich in der zweiten Hälfte aus Sicht von Uruguay definitiv ändern. Ansonsten ist das hier ein enttäuschender WM-Auftakt der Favoriten in Gruppe A. Aber die zweite Hälfte startet genauso wie die erste endete. Keine Chance, irgendwie vorne im gegnerischen Strafraum irgendwas zu machen. Die Defensive steht, aber jetzt gibt es mal einen Freistoß. Den legt sich Suarez bereit. Was macht er draus? Suarez tritt an, zieht ab in die Mauer, gibt den ersten Eckball für Uruguay. Cavani sicherlich als kopfballstarker Mann da vorne gefragt und der kam auch nicht schlecht. Gibt direkt die nächste Ecke hinterher. Das war die bislang gefährlichste Chance, auch wenn er trotzdem noch deutlich vorbeiging und auch vom gegnerischen Spieler abgefälscht wurde. Die bislang definitiv gefährlichste Chance, die Uruguay hier im kompletten Spiel abgegeben hat. Und es sind schon 52 Minuten gespielt, da muss definitiv mehr kommen. Das weiß auch der Trainer, deswegen schickt er die Spieler jetzt etwas offensiver. Da muss mehr kommen und da muss auch von ihm hier mehr kommen, von Suarez, der jetzt zumindest mal El Haddari zu einer Parade zwingt. Das allererste Mal im kompletten Spiel, dass ein Ball aufs Tor ging. Zwar sehr ungefährlich, aber er ging zumindest aufs Tor, aber da ist Cavani und da ist die Abschlussstärke dieses Offensivduos. Keine Chance für El Haddari, den zu halten. Da sieht man eben, was sie da für offensive Qualitäten haben. Da geht das ganze Spiel über nichts und dann braucht er nur einen einzigen Schuss. Der ist zwar, sieht auf den ersten Blick haltbar aus, aber man muss dazu noch sagen, dass er den Abwehrspieler halt durch die Beine auch noch diesen Hammer haut. Sodass der Torhüter den erstmal gar nicht kommen sieht und dann vermutlich zu spät abspringt. Man sollte ihm da jetzt keinen zu großen Vorwurf machen. Sicherlich ein Top-Torhüter, also ein absoluter Weltklasse-Torhüter, wird den sicherlich halten können. Aber den hält auch nicht jeder, wie man gerade eben gesehen hat. So, und jetzt muss Ägypten natürlich auch etwas mehr offensiver stellen, kann sich nicht mehr nur einmauern. Und dadurch gibt es jetzt mehr Chancen, wie man jetzt hier sieht, für Uruguay, die jetzt hier definitiv die Kontrolle über das Spiel übernommen haben. Und offensiv zwingender werden. Suarez machte es seinem Mannschaftskollegen nach. Nein, der ging noch knapp daneben. Aber sie nähern sich immer weiter an. Mittlerweile Schüsse 2:9. Uruguay hat in der zweiten Hälfte ordentlich draufgelegt. Musste auch sein. Hat sich damit jetzt auch mit den 1:1 belohnt. Und steht dem 2:1 jetzt deutlich näher als Ägypten. Sanchez vor allem über die Außenbahn immer wieder aktiv. Und holt hier den nächsten Eckball raus. Der erste Wechsel nun auch auf Seiten von Uruguay. Der Ball kommt gut auf Gunter und das ist scheinbar ein Handspiel. War das ein Handspiel von El Hazaid oder war es ein Foul? Ich gehe davon aus, dass es ein Handspiel war. Wir haben ja bei der WM notfalls auch noch den Videobeweis. Den ziehen wir jetzt einmal kurz zu Rate. War die Entscheidung korrekt oder war sie nicht korrekt? Wir schauen uns das Ganze jetzt noch einmal an oder auch nicht. Schauen wir uns dann hier nochmal an. Sofort Wiederholung. Ja, zurück, weiter zurück, weiter zurück. Da passiert nichts hier. Ausblenden, andere Kamerasicht. Er springt zum Ball und da fällt er ihn gegen die Hände.
Ob das ein beabsichtigtes Handspiel war? Vergrößerung der Körperfläche nicht unbedingt. Die Frage ist halt, was haben die Hände dort zu suchen? Warum reißt er sie nach oben? Warum lässt er sie nicht angelehnt? Strittige Entscheidung, meiner Meinung nach eher nicht Elfmeter, aber der Schiedsrichter hat so entschieden. Und somit tritt Suarez zum Elfmeter an. Und verwandelt. Spiel gedreht. Suarez und Cavani treffen jeweils einmal. Im Endeffekt auch aufgrund der extrem zwingenden und dominierenden Phase, die Uruguay jetzt hier in der zweiten Hälfte hatte, nicht unverdient. Ob der Elfmeter gerechtfertigt war oder nicht, ich bin der Meinung eher nicht. Aber dafür haben wir ja den Videobeweis hier bei der Weltmeisterschaft. Und wenn der Schiedsrichter sich auch nach Absprache mit dem Videoreferee immer noch einig ist, dass das Elfmeter ist, dann müssen wir das so hinnehmen. Frage ist, kommt Ägypten hier nochmal wieder zurück? Bislang hat Salah halt überhaupt nicht stattgefunden. Hat das noch Folgen aus dem Champions League-Finale? Ist er vielleicht immer noch nicht wirklich ganz fit? Man weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall der nächste Pfostentreffer von Uruguay. Da hätten sie auch schon alles fast klar machen können. Man merkt, dass nach dem 1:1, nachdem Ägypten sich nicht mehr nur noch einmauern konnte, sondern tatsächlich auch wieder in die Offensive gehen muss, um hier die 3 Punkte, ja, leben zu können, sich hier die 3 Punkte sichern zu können, mussten sie ein bisschen mehr aufmachen defensiv. Und das hat Uruguay extrem in die Karten gespielt, sodass sie ihre starke Offensive nur noch endlich mal durchsetzen konnten und nicht mehr nur noch an der Mauer der Ägypter zerschellt sind. Das hat sehr, sehr stark geholfen. Aber gerade bei Standardsituationen muss Uruguay jetzt natürlich aufpassen. Da haben sie noch ein kleines Trauma aus der ersten Halbzeit. Da standen sie völlig neben sich. Und hat sicherlich auch für das Momentum gesorgt, was dazu geführt hat, dass die erste Hälfte komplett, wenn auch nicht extrem dominierend, aber trotzdem ja doch eindeutig an Ägypten ging. Da hat sicherlich auch die Halbzeitansprache und das noch einmal analysieren der Fehler geholfen, um jetzt hier in der zweiten Hälfte zu dieser Druckphase, die sie eben hatten, zu finden. Jetzt kommt der gute Ball und damit wird Salah jetzt auch mal vernünftig eingesetzt, der einen sehr guten Ball in die Mitte spielt und da ist Muslera gefragt. 80. Minute, beinahe. Beinahe das 2:2. Wunderbar gesehen von Salah, dass da in der Mitte jemand völlig frei stand und die Flanke auch perfekt auf den Mann, aber Muslera eben da und kann klären. Apropos Salah, versucht es nochmal mit der perfekten Flanke in die Mitte, aber diesmal war sie nicht ganz so perfekt. Sie kommt nicht an. Ägypten macht jetzt hinten voll auf. Das gibt natürlich die Konterchance hier in der 82. Minute über den frisch eingewechselten Rodriguez. Oben steht Suarez ganz frei, aber er versucht es irgendwie zurückzulegen auf Cavani. War jetzt in dem Fall die schlechtere Option. Hätte er gerade rübergelegt auf Suarez, wäre dem 3:1 und damit die Entscheidung, wo nichts mehr im Weg gestanden. Salah jetzt immer flexibler vorne in der Offensive, hat die Seite gewechselt. Versucht es immer wieder mit Flanken in die Mitte, aber da stehen sie mittlerweile sicher. Die Uruguayer, auch wenn sie sich solche unnötigen Ballverluste in der Offensivbewegung definitiv verkneifen müssen, gerade hier in der Schlussphase. Auch Standardsituationen sollte man vermeiden, tun sie in dem Falle auch. Aber den Ballbesitz bekommen sie einfach nicht. Ägypten drängt nochmal nach vorne, tut alles dafür, um hier zumindest den Punkt mitzunehmen. Da kommt die Flanke in die Mitte. Aber gut, da macht es artistisch. Und der Schuss geht knapp vorbei. Letzte Minute der regulären Spielzeit bricht jetzt an. Und das ist definitiv jetzt gerade ein Befreiungsschlag von Uruguay gewesen, die jetzt noch 3 Minuten aushalten müssen in ihrem ersten Auftritt in dieser WM um die ersten 3 Punkte und damit einen guten Schritt Richtung Achtelfinale zu sichern. Rodriguez, Cavani, der stand deutlich im Abseits, aber auch das bringt Zeit.
Ägypten bleibt jetzt noch eine einzige Chance. Ein letzter Angriff. Ein letzter Angriff, den gibt es nicht mehr. Der Schiedsrichter pfeift überpünktlich ab, trotz des Freistoßes, den wir eben noch hatten. Er hätte ruhig noch ein paar Sekunden weiterziehen lassen können. Somit gewinnt Uruguay dieses Auftaktspiel mit 2:1. Mein Tipp. Ich habe mir da wirklich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, über keinen einzigen Tipp. Das ist völlig spontan aus dem Bauch heraus und ich würde behaupten, dass das ein... Wird das ein 3-0? Es hört sich schon so hart an, ne? Aber gerade wenn man die Offensivpower da sieht, Suarez, Cavani, die musst du eigentlich schon fast gar nicht mehr in Szene setzen, die setzen sich irgendwie selber in Szene. Und ich kenne jetzt die ägyptische Nationalmannschaft natürlich nicht in- und auswendig. Ich weiß, dass die nicht nur aus Salah besteht, sondern dass da natürlich deutlich mehr, dass die natürlich alle auch was können, klar. Aber ich weiß nicht, ob die Suarez und Cavani über die komplette Spiellänge unter Kontrolle halten können. Vor allem glaube ich, dass Salah nicht direkt fit sein wird, weil er jetzt wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel mittrainieren konnte. Noch nicht so direkt ins System findet. Ich glaube erst, dass der so ab dem zweiten, dritten Spiel, ich glaube, dass der so gegen Russland und gegen Saudi-Arabien dann doch deutlich mehr zeigen könnte. Aber ich glaube, hier gegen Uruguay, da ist einfach noch zu früh, selbst wenn er spielt. Ich würde tatsächlich behaupten an dieser Stelle, dass es, also was heißt behaupten, mein Tipp wäre an dieser Stelle, glaube ich, ein 3-0 für Uruguay. Das ist echt sehr eindeutig, aber mein Tipp ist 3:0 für Uruguay für dieses Spiel. Wenn ihr das anders seht, schreibt es in die Kommentare. Natürlich im Idealfall, bevor das Spiel stattgefunden hat. Danach könnte ich auch sagen, dass es vielleicht anders wäre. Das Spiel selbst, wie gesagt, FIFA sagt, es wird ein 2:1. Ich sage, es wird ein 3:0. Also ihr sagt gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns später wieder zu den beiden Spielen der Gruppe B, die ebenfalls in 3 Tagen stattfinden. Also bis dann